Hey, willkommen zurück zum heutigen Video. Schön, dass du wieder da bist. Wir reden über Körpersprache und die größten Körpersprache-No-Gos, die du vermeiden solltest, wenn du mehr Erfolg mit Frauen haben willst. Warum ist Körpersprache so wichtig? Körpersprache vermittelt uns einen ersten Eindruck von einer Person und das ist ganz elementar. Der erste Eindruck sowie der letzte Eindruck, den wir von jemandem bekommen, also angenommen du triffst eine Frau, der erste Eindruck von ihr und der letzte Eindruck von ihr, das sind die, die am meisten hängen bleiben. Und Körpersprache gibt uns eben sehr schnell viel Information über eine Person, die wir eigentlich gar nicht kennen, ohne dass wir das vielleicht wollen. Und ich sehe immer wieder bei Coaching-Teilnehmern, dass viele Männer an der Stelle Probleme haben und Fehler machen und durch ihre Körpersprache Dinge ausdrücken, die sie eigentlich gar nicht sagen wollten. Denn eins musst du dir bewusst sein, knapp 80% unserer gesamten Kommunikation findet über Körpersprache statt und die restlichen 20% ist verbal, also das, was du sagst, die Worte, die du bildest, ist das, was über deine Sprache rüberkommt. Das heißt, Körpersprache ist ein unglaublich großes Thema und wenn man da nicht aufpasst, kann man große Fehler machen und ganz schnell unglaublich anders rüberkommen, als man eigentlich ist oder sich vor allem fühlt. Also, Körpersprache-No-Gos, wir fangen einfach mal an. Das Wichtigste oder, sage ich mal, der Anfang, der logische Anfang sind erstmal deine Hände und deine Arme. Was körpersprachlich an deiner Stelle ich immer lassen würde, ist sowas wie Arme verschränken. Denn das baut Abstand zwischen dir und der anderen Person auf. Manchmal kann es auch sein, dass eine Person kalt ist und sie deswegen ihre Arme verschränkt. Aber ansonsten ist das eine Abwehrhaltung. Das heißt, ich bin in Abwehr gegen das, was du sagst. Und glaub es mir oder nicht, aber mit verschränkten Armen wird es dir schwerer fallen, eine Verbindung zu einer Frau herzustellen. Das kannst du mal beobachten, wenn du zum Beispiel mit einem Kumpel eine Diskussion hast und wenn du dich dann so hinstellst und er steht auch so, dann wirst du merken, es ist schwieriger, eine gemeinsame Position einzunehmen, weil ihr quasi gegenübersteht, weil ihr euch gegenseitig blockiert. Ihr wollt nicht diese Connection haben. Das würde ich, wenn ich mit Frauen flirte, niemals machen. Generell, benutze deine Hände, so wie du es jetzt hier bei mir im Video siehst. Also gestikuliere ein bisschen damit. Du musst es nicht übertreiben, aber du willst sicherlich nicht so dastehen die ganze Zeit, während du redest und einfach dich nicht bewegen, dich so gar nicht bewegen. Das ist halt deutlich langweiliger, als wenn du halt so ein bisschen aktiv bist, dich mal bewegst, auch von einer Stelle auf die andere, so ein bisschen gestikulierst, so ein bisschen auch mit deiner Mimik arbeitest, hier im Gesicht. Weißt du, dass du, wenn du was erzählst, was dich freut, dass du auch ja, und dann sieht man auch die Freude in deinem Gesicht. Oder wenn es traurig ist, dass du auch ein bisschen mit der Stimme runtergehst. Das ist jetzt wenig Körpersprache, das ist schon wieder Richtung Stimme. Aber benutze hier auch die Mimik. Das ist ein ganz, ganz großer Teil. Ich sehe immer Leute, die eine sehr, sehr passive Mimik haben, im Sinne von, die reden einfach immer so und es verändert sich gar nichts in ihrem Gesicht, egal was sie sagen. Und das ist schade, weil du hast so viel, du kannst so viel machen, hier Augenbrauen, du kannst so viel machen mit einem Lächeln, du kannst so viel machen mit großen Augen, kleineren Augen, so ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen reinlehnen. Man kann unglaublich viel machen, wenn man sich mal überlegt, wozu Körpersprache alles möglich ist. Und das Geile ist, je lebendiger deine Körpersprache ist, das heißt, je mehr du zum Beispiel Sachen wie gestikulieren machst, ohne es natürlich zu übertreiben, im Sinne von, jetzt gestikuliere ich die ganze Zeit, aber je mehr du Sachen machst wie gestikulieren, dein Gesichtsausdruck benutzt, desto lebendiger wirkst du, desto abenteuerlicher wirkst du und desto lebendiger wirken auch die Geschichten, die du erzählst. Es ist so, dass Menschen sehr stark von anderen Menschen angezogen sind, die sich gut ausdrücken können. Das ist der Grund, warum wir gerne Filme gucken oder Serien, weil die Schauspieler können eben genau das, die können sich sehr gut ausdrücken. Ja, die können uns etwas vermitteln durch die Art und Weise, wie sie ihren Körper benutzen, Körpersprache. Das andere No-Go oder das nächste No-Go ist, dass du unglaublich darauf achten solltest, wie deine Haltung ist. Also im Grunde gerade stehen. Ja, die Brust ist quasi raus und die Schultern sind ein bisschen zurück und du stehst gerade. Was viele Männer machen, und das mache ich auch immer noch ab und zu, und das ist so eine richtige Angewohnheit von unserer Gesellschaft, weil wir auch viel auf Stühlen sitzen, ist, dass wir so ein bisschen so unterwegs sind. Nicht nur ist das schlecht hier für deine Nackenmuskulatur auf Dauer, meine Mutter hatte sogar einen Bandscheibenvorfall hier im Nackenbereich deswegen, aber es sieht auch unglaublich blöd aus. Es sieht so aus, oh mein Gott, das Gewicht des Lebens zieht mich runter. Es ist eine sehr unsichere Art der Körperkommunikation. Es wirkt sehr unsicher, statt wenn du wirklich, ich sag mal, stolz und aufrecht stehen kannst. Und das sieht auch von vorne ganz anders aus. So, wenn ich aufrecht stehe oder so, wenn ich so nach vorne eingefallen bin. Es ist einfach eine ganz andere Art der Kommunikation. Die nächste Sache, die ganz wichtig ist, beziehungsweise das nächste No-Go, ist, dass viele Männer zu wenig Platz mit ihrem Körper einnehmen. Nimm ruhig Platz ein mit deinem Körper. Das heißt, stell dich ruhig breit hin. Du siehst es jetzt auf der Kamera nicht, aber stehe breit, ein bisschen mehr als schulterbreit. Stell dich ruhig breit hin. Nimm dir ruhig den Platz, den du brauchst. Nimm dir deinen Platz. Quetsch dich nicht irgendwo rein oder hier oder die Arme, die Hände zusammen und dann so, so da stehen, sondern nimm dir Platz. Ja, fühl dich wohl in deinem Körper, fühl dich wohl in dem Bereich, der dein Körper ist, in dem Bereich, der dein Körper hat. Auch in der Bahn, mach's dir einfach bequem, nimm dir ein bisschen den Platz. Muss deine Beine nicht irgendwie
ja, ganz klein machen und zusammenschieben, damit du bloß nicht negativ auffällst. Nimm dir ruhig den Platz. Natürlich solltest du auf andere Leute Rücksicht nehmen, aber nimm dir einfach den Platz. Beweg dich in den Platz, so wie du es jetzt hier siehst. Beweg dich in den Raum, den du hast. Arbeite ein bisschen mit dem Raum. Arbeite ein bisschen mit der Umgebung, die du hast. Und sei nicht einfach nur wie auf so einem Fleck festgeklebt. Das ist wirklich ganz krass. Ich hatte Coaching-Teilnehmer, die es einfach nicht hinbekommen haben, sich da aktiv auszudrücken, die einfach wirklich, und gut, da kam noch sowas hinzu wie Stimme, aber die dann wirklich Geschichten vielleicht so erzählt haben. Ja, dann hatte ich da mal das und das und dann kam das und das dazu und das war auch nicht schlecht und das hat mir viel Spaß gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich das weitermachen will, deswegen überlege ich das noch. Und damals, als ich da hingegangen bin, war es auch sehr interessant. Und es ist natürlich klar, dass wenn jemand so Geschichten erzählt oder wenn jemand so kommuniziert, du nicht gerade angeregt bist, dem zuzusehen. Das kannst du dir ja vorstellen. Nehmen wir mal an, ich würde nicht so Videos machen, wie ich Videos mache, sondern würde so Videos machen, wie du es gerade gesehen hast. Du würdest meine Videos nicht schauen. Und das muss man sich angewöhnen, ne? Gerade das mit dem Gestikulieren, das mit der Mimik, das kommt nicht von heute auf morgen. Deswegen habe ich dir ja schon mal den Tipp gegeben und den gebe ich dir an dieser Stelle nochmal. Nimm Videos von dir auf. Das habe ich am Anfang auch so gemacht. So habe ich am Anfang gelernt, das zu machen. Es wird dir komisch vorkommen am Anfang. Am Anfang war es bei mir so, dass ich mich auf Videos irgendwie verstellt habe. Auf Videos war ich anders, als ich normalerweise bin. Mittlerweile ist es so, das hier, was du auf Videos siehst, so bin ich auch in echt. Nicht immer mit dieser Form von Energie, weil ich auch mal müde bin und so weiter. Ich mache natürlich nur Videos, wenn ich auch Energie habe, das ist ganz klar. Aber die Art und Weise, wie ich kommuniziere, mit den Gestikulieren, mit den Mimiken, das mache ich immer so. Das ist jetzt nicht für die Videos, das mache ich einfach immer so. Das bin tatsächlich mittlerweile ich. Und das muss man einfach üben. Deswegen nimm gerne einfach ein paar Videos auf und dann siehst du nämlich auch viel von deiner Körperhaltung. Und da reicht auch deine Handykamera für. Die ist sogar sehr gut dafür, weil du sie aufrecht stellen kannst und dein ganzer Körper wird dann eingefangen. Das heißt, du kannst schauen, wie ist mein ganzer Körper, was mache ich mit meinem kompletten Körper, während ich rede, während ich erzähle. Und das ist unglaublich wertvoll, mal zu sehen, wie du gestikulierst, wie du Mimik benutzt, wie du redest, ne? Das ist jetzt ein weiterer Punkt, der nicht zur Körpersprache gehört, aber wie du redest, wie du Sachen betonst, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, soll jetzt hier an der Stelle kein Thema sein. Also, nochmal kurz zum Rekapitulieren. Körpersprache No-Gos, verschränkte Arme, so stehen, also einfach so overgehunched, sondern einfach wirklich aufrecht stehen, Brust raus, Schultern zurück. Fühl dich wohl in deinem Körper und du wirst auch merken, wenn du aufrecht stehst, du fühlst dich gleich viel selbstsicherer. Ich habe die Studie schon mal erwähnt, aber es wurde mal eine Studie gemacht mit Männern, die sich in die Victory-Pose gestellt haben. Das hier, dieses V für 2 Minuten und Männer, die sich so zusammengehanscht haben. Ich kenne nur das englische Wort. Zusammengekniet haben. Also sie haben sich hingekniet und haben so ihre Arme um die Beine gemacht und sich so ganz klein gemacht, zu so einer Kugel auf dem Boden. Und dann hat man deren Testosteronwert gemessen und hat festgestellt, dass die Männer, die in der Victory-Pose standen, also wirklich der, und da ist es wieder, ja, du stehst aufrecht, du nimmst dir Platz. All die Sachen, über die wir gerade geredet haben, deine Arme sind nicht verschränkt, sondern deine Arme sind offen. Das sind all die Fauxpas, über die wir gerade geredet haben. In der Victory-Pose hatten Männer 20% höheres Testosteron. Also dann, nachdem die eingenommen hatten für 2 Minuten, konnte man einen Unterschied im Testosteron merken, weil mehr Selbstbewusstsein entsteht. Du fühlst dich besser. Ja, das ist eine große Geste. Diese Geste ist verbunden mit einem besseren Gefühl. Und die Leute, die zusammengekauert saßen, die hatten tatsächlich weniger Testosteron und sind, da gab es so eine Herausforderung, die machen mussten. Die haben länger gebraucht, um sich dieser Herausforderung zu stellen, als die Männer, die in der Victory-Pose standen. Denn unser Körper hat Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Wenn du die ganze Zeit so unterwegs bist und so auf den Boden schaust, dann wirst du merken, dass du dich automatisch irgendwie weniger wertvoll oder depressiver fühlst. Ja, wenn du die Körperhaltung eines Depressiven einnimmst, dann wirst du dich auch depressiver fühlen. Wenn du die Körperhaltung eines Menschen einnimmst, der gut drauf ist, der sich gut fühlt, ja, selbstbewusst, yeah, du musst das nicht spielen. Aber wenn du diese Körperhaltung einnimmst oder eher einnimmst, dann wirst du dich auch anders fühlen. Unser Körper, unsere Physiologie hat dann Einfluss auf unsere Psyche, das ist ganz klar. Und wo ich es gerade gesagt habe, das fällt mir noch ein. Das ist auch eine Sache, die ich unglaublich oft sehe. Leute, die einfach immer auf den Boden gucken. Bitte, das ist ein riesengroßes Körpersprache-Fauxpas. Guck nicht auf den Boden, guck hier, die Horizontale, das ist, da guckst du hin, ne? Das soll jetzt kein Hitlergruß sein. Die Horizontale, da schaust du hin. Du schaust geradeaus. Du sollst auch nicht hochnäsig so, ja, ich bin so cool, schaut mich an. Sondern du sollst einfach horizontal gucken, ne? Nicht auf den Boden, klar kannst du auch mal auf den Boden gucken, so ist nicht. Aber bleib einfach da, bleib auf der Augenhöhe der anderen Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit Leute dich auch als selbstbewusst wahrnehmen können, damit du dich auch gut fühlst. Denn glaub mir, renn mal 2 Stunden durch die Stadt und guck nur auf den Boden, renn mal 2 Stunden durch die Stadt und guck den Leuten in die Augen und dann sagst du mir mal, zu welchem Zeitpunkt du dich besser fühlst.
Geil, dass du dabei warst. Das war ein cooles Video. Ich konnte mal so ein bisschen aktiv sein, so ein bisschen rumhampeln und konnte dir mit einer weiteren Perspektive der Kamera mal ein bisschen mehr zeigen. Das war sehr cool. Mir hat sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Übermorgen sehen wir uns wieder. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich für einen Coaching-Platz bewerben. Die ersten Plätze fürs nächste Jahr sind bereits offen. Hier unten kommst du zu einem Video, in dem du weitere Informationen bekommst für deinen Erfolg mit Frauen. Einfach mal draufklicken. Dann sehen wir uns übermorgen wieder. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Ciao.